Ab und an kommt ein Student zu mir und fragt, Senior Chang, wieso unterrichten Sie Spanisch? Genauso fragen Sie, wieso unterrichten Sie Spanisch? Wieso Sie? Wieso nicht Mathe? Warum nicht Fotografie? Warum nicht Kung Fu? Es muss doch in meiner Natur verankert sein, Ihnen etwas beizubringen, das alt und geheimnisvoll ist wie den Bau einer Mauer, die Sie sogar vom All aus sehen können. Also, wieso unterrichte ich Spanisch? Das ist ganz allein meine Sache, okay? Und ich möchte nicht in Unterhaltungen verwickelt werden darüber, was für ein mysteriöser, rätselhafter Mann ich doch bin. Oh, hi, 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 oh, 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 oh. Ich bin ein Spanisch-Genie! In Espanol habe ich folgenden Spitznamen. El Tigre! Chino! Ah! Denn mit meinem Wissen beiße ich ihr den Kopf weg. Hinterfragen Sie, Señor Chang, nie, oder Sie werden gebissen. Gebissen? Gebissen! Okay, Freitag manjana werden wir hier in unserem Kurs Konversation machen und dazu verwenden wir ein paar Sätze aus Kapitel 1. Sie tun sich zusammen zu Paaren von Dos. Sehen Sie unter Ihr Pult. Da finden Sie eine Karte mit einem Bild oder einem Wort drauf, okay? Por ejemplo, Blondie Aki hat eine Karte erwischt mit einem Haus drauf. Und das bedeutet, die Person mit der Karte mit dem Wort Casa drauf ist ihr Partner. Comprende, Sternbacke? Okay, dann bis Freitag. Suchen Sie Ihren Partner. Schönen Tag noch. Und was sagen wir am Ende einer jeden Stunde? Hasta luego! Kommt schon, Hände dazu. Das Wichtigste im Spanischen. Hasta luego! Exzellente, exzellente!